Zwei Kapitel haben wir noch. Der Goldwyrn. Goldwyrn! Finde einen Kaffee! Um uns verlaufen zu lassen wahrscheinlich. I fell asleep. I need to find a place to drink coffee. Was stand auf dem Schild? Konnte ich gar nicht lesen. Kann ich irgendwas anmachen? Radio. Wo ist das hin? Nein, oh mein Gott, der Kühlschrank! Nein! Im Kühlschrank ist bestimmt Kaffee, wahrscheinlich kalter. Ach, ist das einsam auf der Straße. Hauptsache, mein Freund Kühlschrank ist gleich bei mir. Denn ich weiß nur eins, der Kühlschrank ist rät. Was steht da? Oh, so schnell konnte ich gar nicht lesen, wie das Schild vorbeiging. Hauptsache, wir haben noch Fuel. Das ist wichtig. Und wir müssen nicht gleich gegen einen überdimensionalen Kühlschrank kämpfen oder so. Kaffee, da, Kaffee. Da ist Kaffee, ja. Oh, here, I can have a coffee. Ist das eine Tankstelle? Das ist eine Tankstelle. So, wie kann ich aussteigen? Da steht jemand drin. Kann ich einfach reinfahren? Wie steige ich denn aus? Ach, das geht wirklich? LOL. Ah, 24 Stunden offen. Das ist ja super. Guten Tag. Hello. How far away is Rosesburg? Straight through the woods. You can get there in 10 hours if you don't get lost. Left through the woods. Might be faster if it's not close. Thank you. Can I get a cup of coffee? I'm exhausted. Der ist mir schon sehr suspekt, der Kerl. So, kann ich? Ich bin dann fertig mit Kaffee trinken. Ich würde gerne vielleicht Ist das eine Hand? Chili händelt. Was soll ich hier? Anything else? Ja, ich hätte gerne Single Egg. Ach ja, New Chapter ist das, ne? Anything else? Nee, das war schon, danke. Tschüss. Nimm die Tasse mit. Ich muss auch am Klo einmal ganz kurz. Wo kommt dieses Licht her? Ah. Ah, so, Hände waschen. Okay. Keine Zeit dafür. So. Ich würde sagen,
Rinder. Haben wir Licht? Können wir irgendwie Licht machen? Ah ja. Reiche Rose. Was? Rotteseiburg? Er hat gesagt, irgendwie mit den Bahnschienen, ne? Wenn sie Bahnschienen links abbiegen, geht schneller. Ist bestimmt eine tolle Idee, wenn sie nicht gesperrt sind, hat er gesagt. Im Radio kommt auch nichts Besonderes. Radda, 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 radda. Radda, 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 radda. Im Wagen vor mir fährt ein hübsches Mädchen. Sie sieht gut aus und sie scheint hübsch zu sein. La 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 la. Und ich weiß, sie fährt mit viel Gefühl. Oh. Nicht so wie ich. Radda, radda, radadadada. Ich kann das Werkzeug im Kofferraum benutzen, um ein was? Um ein bitte was? Hallo, ich würde gern... Oh, Pup. Ich würde gern... Um ein... Was stand da? Ich kann das Werkzeug benutzen? Ich konnte das so schnell gar nicht lesen. Das ist keine gute Idee draußen. Damit bekomme ich das Auto raus. Hä? Aber ich bin doch raus. Aber ich bin doch schon raus. Was will er denn? Wieso habe ich grüne Scheinwerfer? Aber ich bin doch schon wieder raus. Herauszuziehen, aber ich bin doch schon raus, oder? Ich kann doch schon weiterfahren, oder? Hab ich doch. Hey, I need to close the door. Ach, habe ich den Kofferraum noch offen, oder? Achso. Entschuldigung. Und weiter geht die Reise. Radda, radda, radadadada. Radda, radda, radadadada. Auf der Straße, da, 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 nach San Fernando, da, 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 traf ich ein Mädchen, warten in der heißen Sonne. Da, 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 da. So. Das wird doch ein weiter Weg sein. Also kann das passieren, wenn wir von der Straße abkommen, dann müssen wir uns selbst rausziehen, ja? Was ist das denn da? Was? The generator's dead. Was für ein Generator? Von meinem Auto? I don't think I'll be able to make it to the city with this kind of breakdown. Und jetzt? I'll have to go back to the gas station and call. Ich muss nochmal zur Tankstelle. Da war sowieso Bahnschranke zu, also von so an. Finde ich den Weg auch zurück? Haben wir überhaupt genug Sprit? Aber es zeigt ja noch Fuel an. Wer quatscht da? Das ist ein sehr gutes Zeichen, zweimal am Friedhof vorbeizufahren. Muss ich einfach mal so sagen. Licht geht hin und wieder auch aus, ne? Aber alle guten Dinge sind drei. Ja, stimmt. Das Spiel dachte halt nicht, dass du rauskommst. Ja. Ja, ja. Vermutlich das Radio quatscht, aber ich hab's doch rausgehabt und es quatscht weiter. Komisch, komisch. Gott, diese Episoden. Das Radio hört nicht auf mich. Nein. Oh, das ist das Café. Ja.
Aber wieso ist das Café wieder auf der rechten Seite? Macht keinen Sinn. Ich bin schon so müde. Ich muss hier... Nicht. Ich muss... Entschuldigung. My alternator's gone bad. Where's the closest car service around here? On their way to the crossroads, he and his brothers are. They repair cars. But I'm afraid no one will come at this hour. Also an der Kreuzung rechts, sagt er, ja? Aber er befürchtet, dass wir da niemanden mehr treffen werden. Klar, um die Uhrzeit ist das natürlich kein Wunder, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Wer soll auch um die Uhrzeit noch Autos reparieren? So, an der Kreuzung rechts, sagt er, ja? Dann wollen wir mal. Ist das hier, ne? Und da kommt dann eine Farm, sagt er. Dass das Auto überhaupt noch fährt, ist ein Wunder. Oh, ich sehe schon Geister. Unglaublich. Ich sollte auf jeden Fall schleunig zusehen, dass ich diese Farben erwische. Ich werde immer müder. Ich kann kaum noch was sehen durch den ganzen Schnee und alles und... Ich sollte wach bleiben. Ist nicht gut. War da was? Ich weiß nicht, was da war. Du solltest echt schlafen langsam. Yeah. Oh, ich schaff das noch. Ich schaff das noch bis zur Farm. Ich schaff das. Warum wird der Himmel jetzt rot? Sollst einfach rechts ranfahren und schlafen. Müdigkeit. Nein, ich muss das Auto reparieren. Das ist meine Aufgabe. Da ist ein Traktor gewesen. Also ist die Farm hier irgendwo. Da ist ein Zaun. Wie komme ich da hin? Meine kleine Farm. Da ist auf jeden Fall ein Zaun. Da ist ein Maisfeld. The alternator seems to have finally died. We'll have to walk from here. Ja, genau. Das ist ganz toll, die Idee. Hello. Anybody there? Mittig gibt aber dem Gegenverkehr die doppelte Ausweichmöglichkeit. So, wer wohnt denn hier? Soll ich hier Post mitbringen? Entschuldigung. Anstatt aber auch eine Taschenlampe mitnehmen, ne? Wird ein entspannter Spaziergang. Ja, ich glaube auch. Was leuchtet denn da hinten? Achso, eine Lampe. So, hier ist die Farm. Gibt's hier einen Generator? Vor allem, Alter, ich sehe einfach nichts, ne? Da ist ein Haus. Da muss ich hin. Hier ist ein Pickup. Wie komme ich denn zu dem Haus da? Ich glaube, ihr seht ein bisschen mehr wie ich, tatsächlich. Oh nein, ein Maisfeld. Oh Gott, ich habe schlechte Erinnerungen. Outlast und so. Ich laufe einfach querfeldein, da komme ich irgendwann an. Oder auch nicht. Alter, wie riesig ist denn bitte hier die Dings? Das Gelände von denen. Wo ist denn hier der Eingang?
quermeißeln. Alter, es ist umzäunt. Wo ist denn hier der Eingang? Glaube ich überhaupt richtig? Da schwebt ein Zaun in der Luft. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Oder? Ich laufe mal in die andere Richtung. Haus am See. Nee, warte, Haus am Berg. Was war's denn? War nur der Wind. Ja, irgendwie... Ich sehe das Haus, ja. Hallo? Generator! Fürs Auto! Schnell! Hier! Nee. Ey, sag mal, gibt's hier keinen Eingang? Oh, und der kann auch nicht so lange rennen, so wie der in der Kirche vorhin. Nach 3 Schritten ist er schon müde. Ne, ich komme nicht lang. Hier ist überall alles zu. Wo muss ich denn hin? Oder muss ich gar nicht? Muss ich gar nicht zum Haus? Muss ich woanders hin? Aber es leuchtet so schön. Das würde ja eigentlich Sinn machen, ne? Da ist die Scheune. Da waren wir ja vorhin. Ah, hier. We need to find something to open the barn. Toll. Vielleicht am Windrad. Ja, hier. Eine Brechstange. Nehmen wir mit. Gut zum Türen öffnen. Der Türöffner Nummer 1, die Brechstange. So, Hausfriedensbruch erstmal begehen. So, hier liegt was. Ich sehe es. Irgendwas leuchtet da. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und weil Sie nichts sehen, sehen Sie morgen. Wieso ist die Tür zu? Und wo ist hier Licht? Damn it. I can't leave without the generator. Ja, aber ich sehe nichts. Wie soll ich hier einen Generator ausbauen oder keine Ahnung, wenn ich hier nicht sehe? Hier steht, glaube ich, ein Au. Was ist das denn? Mach die Tür zu. Come here, City Boy. Komm hier, City Boy. City City Boy. Big City Life. La 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 la. Big City Life. La 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 la. Könnt ihr mir helfen, den Generator zu finden? Ich würde gerne was sehen, aber ich sehe nichts. Komm her, City Boy. Come here, do not be afraid. Gib dir gleich, City Boy. Where is he? He will find you. Yeah, he will find you. Ich finde diesen scheiß Generator nicht, ne? Come here, do not be afraid. Do not be afraid. Of the dark. Where is he? Ich kann mich auch nicht ducken übrigens, ne? Jetzt sehe ich wie es ein bisschen das Auto, aber... Come here, City Boy. City Boy. Ja, leuchte mal hier rein, dann kann ich wissen, was sehen. Come here, do not be afraid. Liegt hier was? Hier war ein Tisch irgendwo, glaube ich. Gott, er hat aber auch nicht eine. Er hat aber auch nicht eine Taschenlampe dabei, ne? Oh, warte mal. Das Radio, toll.
Könnt ihr mal hier reinleuchten? Where is me? I'm here! Come here, do not be afraid. Nö, hab ich auch nicht. Es wäre schön, wenn ihr mir mal hilft. Ja, ja. Da ist bestimmt. Oh, warte mal, da war so ein. Guck mal, Shitty Boy. Hä, ich seh nichts. Hier war irgendwie so ein Werkzeugding, Dings, Bums, Bums, Dings. Kann ich auch nichts machen. I think I fell asleep again. We need to go to the Ingers farm. To the right at the crossroads. Muss ich jetzt doch mal dahin, oder was? Ja. Ich würde sagen, an der Stelle, glaube ich, mache ich einen Cut. Und, ich hätte es gerne noch gewusst, wie es weitergeht. Aber... Um das herauszufinden, müsst ihr euch das Spiel selber kaufen. Denn ich habe jetzt schon einiges gespielt, sind die letzten beiden Kapitel tatsächlich. Und möchte euch das jetzt nicht vorwegnehmen. Falls euch das Spiel interessiert, kauft es euch, gibt es auf Steam. The Fridge is Red nennt sich das Ganze. Ich durfte es euch heute vorstellen. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, 1, 2, 5 Kapitel, glaube ich, vorgestellt. 6 Kapitel oder so. Und ja, wie gesagt, um das zu erfahren... Müsst ihr selber spielen, selber kaufen. Weil sonst, wie gesagt, kauft das keiner und ihr guckt das nur bei mir oder so. Ich meine, ihr könnt es ja auch woanders gucken, bin ich ja nicht böse drum, aber ne, ich möchte ja auch, dass die Entwickler davon auch ein bisschen was haben, ne, weil es ist immer blöd, wenn man das komplett einmal durchzieht und so und dann kauft das keiner oder so. Aber wie gesagt, ich finde es echt ein witziges Spiel, macht mega Spaß, ist ein bisschen, ja, cringy nicht, sondern so ein bisschen durch. Und ich mag diese Grafik irgendwie, so dieses PS1-Grafik. Ich mag diesen Style. Ich finde den voll cool. Das macht mega Laune. Ich finde auch die Idee richtig geil mit dieser... Das hängt irgendwie... Irgendwie hängt das zusammen, weil jetzt sind wir ja quasi... Also unsere Frau haben wir schon begraben. Wir sind jetzt irgendwie unterwegs zu keine Ahnung was, wohin. Bin mal gespannt, wie es da wohl weitergeht. Vielleicht spielen wir das auch demnächst mal weiter. Mal gucken. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt erstmal den Cliffhanger. So. Ach, Achtung, du verlierst deinen Spielfortschritt. Ich möchte trotzdem das Spiel beenden.